Hallo, da sind wir wieder im Live-Chat mit Assi und Tara und... Ja, uns natürlich. Ja, und da fragen wir doch mal, wir haben doch schon immer gewusst, dass Ich ihr habe nicht schon immer richtig gesagt, tickt. dass ihr nicht richtig Genau! tickt. Asil, die Lage ist ernst. Das Die Lage schwankende ist Kamel schreit ernst. am Himmel. Der Kampf der Götter hat begonnen. Und Ja! das heißt, Na? dass die Götter um die Herrschaft über Ägypten kämpfen. Und seht, der grausamste aller Götter gilt als klarer Favorit. Ja. Favorit? Ha! Den erledige ich doch mit Links. Das ist ein Deshalb blödes habt ihr Scheißteil. entschlossen, das Ankh zu erwecken, damit es gegen Seth antreten kann. Okay. Und Und ihr seid ja. daran schuld, dass das Ding jetzt auch noch sprechen kann? Genau. Schuld nennst du das? Eine Erlösung war das. Klare Ansichtssache. Und was hat das alles mit mir zu tun? Na, du bist der Du bist Hüter. der Hüter des Ankh. Ja. Du musst es zum Kampf der Götter bringen. Und wo ist der? Oh Der Gott. findet alle 1000 Jahre statt. Im Heiligen Hotel. Na toll. Ein Hotel? Rezeption, Minibar? So ein Hotel? Es ist keines, wie du es je gesehen hast. Es befindet sich in einer Dimension zwischen den Welten. Das Oh sind ja je. gute Aussichten. Ja, per Anhalter durch die Galaxis. unserer Welt verbunden, doch Oh kein Mensch Mann. hat es je betreten. Aber wir haben etwas herausgefunden. Vulkan? Was? Das Portal, worüber wir Oh reden. Mann, oh Mann. Haben wir? Ach so, Ah. ja. Also, Asil, ich habe herausgefunden, dass es ein Portal zum Hotel der Götter in Luxor gibt. Na, wie schön. Und Super wohin? Sache. Nun, da sind die Angaben nicht Oh eindeutig. Gott. Das wirst du vor Ort herausfinden müssen. Ja, Hört sich toll. schwierig an. Ist es auch. Also dann, seid ihr auf unserer Seite? Helft ihr den Klar. Sieg von Seth zu verhindern? Ja, Wenn wir euch helfen, ja. sind wir dann Bleibt das uns Amt was für anderes immer übrig? los? Nee, jetzt haben wir angefangen, ne? Sobald ich den Kampf der Götter gewonnen habe, werde ich alle Macht der Welt besitzen. Ob wir das wirklich Aber wollen? ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn dieses Ankh alle Macht der Welt besitzt. Solange wir es loswerden können, bin ich zu allem Wunderbar. Dann begebt euch nach Luxor. Ich werde Ah, Asul, toll. Shalom und Ephraim aufsuchen Oh und Gott, mit die ihnen drei kommunizieren. Schnullos. Aber ihr dürft keine Zeit verlieren. Ja. Dann reite ich zur Oase und du, Asil, begibst dich schon mal direkt nach Luxor. Jetzt hast du es aber auf einmal eilig. Die Hoffnung auf ein Leben ohne das Amt kann Berge versetzen. Das habe ich überhört. Ich nehme unser Kamel. Wieso kriege ich es nicht? Weil ich es zuerst gesagt habe. Haha! Sie ist dir einen Schritt voraus. Immer! Wir treffen uns um Mitternacht in Luxor. So, die ist weg. Die hat sich jetzt das Kamel geschnappt. Da reitet sie davon. Es ist so schön animiert. Also es ist wirklich schön. So, also müssen wir uns erstmal wieder umgucken. Ja, was liegt denn hier rum? Einen kleinen Meteoriten. Können wir den nehmen? Ja. Der ist zu heiß zum Anfassen. Der Okay. Meteorit einfach so rum. Ein hässlicher Gartenzwerg. Guck mal, aus Ednas Garten. Abscheulich. Kann man mit dem noch irgendwas reden hier? Hallo, Asil. Kannst du mir Ja, irgendwie fragen wir weiterhelfen? mal. Eigentlich ist meine Sprechstunde nur Ja, bis morgens. Aber ich denke, in diesem Fall muss ich dir wohl auch den das Nachtdienst wäre nett anbieten. von dem, ne? Wenn du Oh. also ein besonderes Anliegen hast, dann melde dich. Okay. Was ist mit Vulkan? Hallo, Vulkan. Was? Ja, Mal gucken, schön, dich zu ne? sehen. Oh Gott. Schaue vielleicht später nochmal vorbei. Na toll. Gut. Wir müssen ja irgendwie an einen Kamel kommen. Warte mal, eben lass mich mal ab. Nachreiten. Was ist denn? Verbotsschild, können wir das Das lässt nehmen? sich nicht bewegen. Schade. Und was ist das hier? Eine Und was sind Sonnenpumpe. das für zwei Ein Wunder Luschen? der Müssen wir Moderne. mit denen wahrscheinlich reden, ne? Ja, wir reden jetzt erstmal mit denen und da kümmern wir uns später drum. Genau. So. Vielleicht haben die ja irgendwo ein Kamel. Reden wir mal mit dem Genau. Großen. Guten Morgen. Hallo. Du Moment, bist doch die, ja, bist du die genau. Palastwache aus Trier? Ja. Mein Ruf eilt mir wohl voraus. Eigentlich Bist du Feuerwehrmann? Tags bin ich Wachmann und nachts bin ich in der freiwilligen pharaonischen Feuerwehr. Ach was, es gibt eine freiwillige Feuerwehr? Es gibt nur die Freiwillige freiwillige Feuerwehr. Feuerwehr. Und wer ihr nicht freiwillig Kein beitritt, Wunder der brennt's erhält da. vom Pharao Aber den echt. goldenen Palast machen soll. Na, ganz toll. Mein Haus, du musst es Genau. löschen. Ja. Lassen Sie das mal unsere Sorge sein.
Wir machen das schon. Ja, dann rumstehen. Das sieht nur so aus. Oh Gott. Ihr habt lausige Löcher ja. im Boden. Ach was. Wie man sieht, sind wir so gut, das kann man kaum noch verbessern. Das sehen wir, ja. Man wüsste schon vorher, wann und wo es zu brennen anfängt. Aha. Das wäre das Einzige, wie man unsere Arbeit noch effizienter machen könnte. Aha. Dann könnten wir immer noch in Ruhe frühstücken und müssten uns nicht so hetzen. Weitermachen. Sind voll im Einsatz. Denk bitte nur ans Essen. Okay. Lass uns doch mal mit dem... Hier, der ist doch... Der eine ist doch der Hellseher, der hier. Take Tutkashun. Hallo. Ja, machen wir mal Jobvermittlung. Genau. Ich könnte deine Hilfe. Genau. Ja. Naja, also. Oh, ja. Wie du weißt, waren meine Hellseherkünste schon immer etwas beschränkt. Ja, und nicht nur das. Habe ich leider auch mein aufgeben aus Akt 2, ja. Nicht, dass meine Vorhersagen dir besonders weiterhelfen. Scheiße. Kannst genau. du dem Feuerwehrmann voraussagen, wann das nächste Feuer ausbricht? Um ehrlich zu sein, oh, ich glaube nicht. Schade. Und wenigstens zu tun? Oh, shit. Das schon eher. Genau. Ja, so tun. Genau. Ganz gut. Dann versuch dein Glück. Okay. Was passiert? So, so. Du kannst also in die Zukunft sehen. Hm. Ah ja, das war schon gut. Ja. Genau so ist es. Ich glaube dir kein Wort. Du hast keine Kristallkugel. Was? Ein Wahrsager hat eine Kristallkugel. Aha. Man doch, so wie ein Pirat eine Augenbraue. Die Kristallkugel. Hat. Ein Kriegt man der, sowas her? Das ist der kleine Meteoroid, glaube ich. Ja, ja. Aber den müssen wir erstmal abkühlen. Okay. Der Kerl will eine blöde Kristallkugel. Ja. Wo soll ich denn so einen Tinnerfair bekommen? Ich glaube, hier, der kleine Meteorit, ne? Aber der ist so heiß. Der ist zu heiß. Den fasst genau. er nicht an. Und jetzt gehen wir noch mal hier Was hin. Was haben wir denn im Inventar? Was ist denn das? Nix mehr. Das ist nur noch das Vogelnest. Ach so. Dann brauchen wir noch irgendwas. Ja, gucken mal, was passiert. Da sprüht es genau nach vorne. Okay. Was passiert, wenn ich den Hebel nach rechts drehe? Muss ah, man mal gucken. Vielleicht müssen wir damit jetzt den Meteor ja, anspritzen, aber, ne? Ja, aber ich will den natürlich nach in die andere Richtung. Und jetzt will ich sie nach... Die Spritze zeigt jetzt nach rechts. Ja, genau. Und jetzt machen wir nochmal und gucken, was passiert. So, und jetzt... Der Sand hat die Statue getroffen. Tut sich was. Der Sand hat die Statue getroffen. Okay. Was ist denn, wenn wir das nach links drehen nochmal? Was passiert da denn? Die Spritze zeigt jetzt zur Mitte. Und nochmal. Die Spritze zeigt jetzt nach links. Und was passiert, wenn wir nach links machen? Ich glaube, wir schießen nur vorbei. Ja. Durch die Hitze ja. ist er zu Glas geworden. Da müssen Komm. Wir mal nochmal. Vielleicht kann uns einer von denen. Oh, ja, doch. Aber. Cool. Ja, warte mal. Nee, der große Meteor. Aber wo ist denn der jetzt? Keine Ahnung. Müssen Glas wir mal mit dem Feuerwehrmann wahrscheinlich nochmal reden. Ja, mit dem rede ich auch jetzt nochmal. Genau. Ja, bitte. Vielleicht können die uns helfen. Ihr habt, nee, hatten wir schon. Und sagt der noch irgendwas anderes hier? Ah, wie schön? Hm? Was soll denn hier schön sein? Mein Haus brennt nee. Gerade. Das ist ja das Schöne. Es ist Ihr Haus, Sie sind der Besitzer. Na, ganz toll. Ich kann noch immer nicht sehen, was daran schön sein soll. Gerade dramatisch an Wohnqualität. Aber als Besitzer können Sie mir eine wichtige Frage beantworten. Welche denn? Haben Sie zufällig ein paar Würstchen? Nein, leider nicht. Der will grillen. Haben Sie zufällig den Verstand verloren? Wissen Sie, ich nehme mir jedes Mal vor, Würstchen zufällig. Es ist immer wieder so romantisch, ein Würstchen am offenen Feuer zu braten. Da hat er recht. Ja, genau.
Das offene Feuer ist man eher, ihr sollt nicht Braten löschen. Ich werde jetzt gehen und erst zurückkommen, wenn ich diese Frechheit verarbeite. Ihr sollt nicht braten. Genau. Ihr sollt löschen. Vielleicht können wir uns ja ein paar Würstchen von Ihrem Nachbarn. Nein! Oh Gott. Was? Warte mal, was ist das für ein Kamel? Ja! Das ist ein speziell trainiertes Feuerwehr. Okay. Trägt unsere gesamte Ausrüstung ohne zu murren. Super. Kairo, Luxor in nur 8 ein Stunden. Tolles Kamel. Super Kamel. Kamel einmal ausleihen? Ja, ja. Wir sind eine Feuerwehr und Kamelverleih. Okay. Und die Pumpe? Was ist das für eine Pumpe? Genau, die Pumpe, ja. Pharaonische Sandlöschpumpe. Anstatt, dass sie mal unser Haus mitlöschen. Genau ausrichten und jedes Feuer mit Sand ersticken. Ja, die müssen ja Würstchen braten. Hier ja, nun wirklich genug. Ja, ganz toll. Herrliche Erfindung. Oh Mann. Und, was hast du da alles dabei? Meine hervorragende Feueraxt. Eine Leiter, die ja, fast ganz toll. Den Stock reicht. Und natürlich unsere Maulwürfe. Maulwürfe? Aha. Jäger des Erdreichs, blinde Retter von Menschenleben. Okay. Maulwürfe? Sie können Tunnel zu verschütteten Tunneln graben. Das ist ja interessant. Sie sind geradezu verrückt nach Graben, die kleinen Racker. Okay. Alles kurz und klein. Ja. Seltsame Helfer. Alles, was uns helfen kann, an unwegsame Punkte zu gelangen, wird ausprobiert. Gnadenlos. Wenn ich wiederkomme, ist mein Haus gefälligst gelöscht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass jedes Feuer irgendwann... Oh Gott, ja, dann ist das Haus weg. Mal stehen danach sogar noch ein paar... Na, super. Okay, ihr Lieben, wir müssen irgendwie an den Maulwurf kommen und vielleicht können wir hier dann das Schild mit... Hier ist nämlich ein Erdhaufen. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Und hier ist eine Glasschicht. Genau. Also, haben doch schon einiges bewegt. Bis dann, bleibt dran. Ciao.